In 3, 2, 1, los! Hallo! So, Hallöchen mit recht herzlich willkommen hier zum Februar-Stream. Ich hab's falsch gemacht, ja. Ist egal. Zum Februar-Stream, genau. Es ist jetzt soweit, mit einer kleinen Woche Verzögerung bin ich wieder da, ist der Omsi-Livestream wieder da. Und genau, werden wir heute eigentlich, wie, der fällt mir jetzt aber nicht, nee, macht er nicht. Werden wir wieder eine dreigeteilte Trilogie, wie sonst auch immer, wieder eine hier einen schönen... Eine Trilogie ist immer dreigeteilt. So habe ich meinen Folge 300 Ding genannt. Es ist schon okay so, merkt es uns keiner. Also, wir werden heute wieder dreigeteilt eben unterwegs sein, wie sonst auch immer. Und jo, genau, wie gesagt, jetzt ist alles ein bisschen rum. Gestern eben halt die letzte Prüfung geschrieben und ja, sowohl ich als auch du. Ja. Ja, und jetzt wie gesagt, machen wir heute Party. Nochmal. Wie ihr an dem tollen Partyhütchen seht. Ja, ein Partyhütchen? Achso, das sieht, sie sehen die aber gerade nicht. Ja, aber gesehen habe. Schau mal, du kannst auch so zu mir kommen. So mache ich das nachher auch immer. Wenn du fährst, dann komme ich auch mal so zu dir. Okay. Ha. Also, wir fahren heute als allererstes einen Bus, den ich sehr, sehr schätze. Ich kann das wahrscheinlich, das habe ich mir gestern sogar aufgefallen. Ich könnte jetzt irgendwie 3 Minuten drüber reden, was der alles für tolle Features hat. Auf jeden Fall ist das da hier. Der U305G in der Bahnbus-Version mit dem Bahnbus-Mod in der Version 2. Und er kann viele, viele tolle Sachen. Also der baut halt natürlich auf dem U305. Und ja, genau, hat eben viele, viele tolle neue Anpassungen erhalten in der Version 2. Wie ein neues Dashboard, also ein komplett Bahnbus angepasstes Dashboard. Da hat auch der Perotinus dran mitgearbeitet. Dann haben wir halt noch so andere tolle Anpassungen, wie zum Beispiel... Innengepäckabträge und so ganz, ganz, ganz viele Sachen müssen wir mal durchlesen. Das ist eine riesenlange Liste. Und genau, also die Mod ist, finde ich, sehr cool. Ich wurde dazu gezwungen, das zu sagen. Nein, würde ich nicht. Was ich auch cool finde, ist, dass der Ersteller des Busses, also der Rolf, hat auch seine Unterstützung dazu beigetragen, dass der Bus jetzt so fahrbar ist wie hier. Und das für eine Freehammer, das finde ich einfach mal geil, muss ich mal gesagt haben. So, deswegen fahren wir heute U305G hier, weil das auch ganz gut passt. Viele verschiedene Matrix-Varianten, also 2 verschiedene Matrizen, Rollband, also sehr viel Verschiedenes, der Bus ist cool. Oh, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir steigen einmal ein. Der Bus, warum läuft denn der schon? Achso, wir haben vorher Soundtests gemacht, gell? Fällt nicht auf, oder? Nein. Nee, so. Nein. Jetzt müssen wir schildern. Wir fahren nämlich die R98 in Blankwitz. Oh, sind das nur so viele Haltestellen? Nee, das ist zweigeteilt. Ab hier geht es dann nochmal bis hierhin. Ach so. Also das ist eigentlich sowas ganz Cooles. So, jetzt müssen wir halt schauen, welches Ziel wir brauchen. Ah. 141. Ja. Ja, du kannst gerne was reden. Uns geht's ganz gut, gell? Uns geht's ja, ganz du gut. Du darfst auch erzählen, weil es ist ja nicht nur... Und... Genau, und wie geht's denn euch? Bestimmt sehr, sehr geil. Weil sie alle bei Edeka einkaufen waren. Nein, Quatsch. Ja, uns geht's. Also mir geht's also mittelmäßig, aber... Ja, und unser lieber Schnabi ist auch da. So, der schläft schon. Jetzt haben wir 6.39 Uhr. Also in-game. Ich frag mich nicht, warum es so früh ist. So. Ja, Glückwunsch nachträglich. Danke schön. Danke. 9 Euro. So. Und einmal eins zurück. Bitteschön. Also, es ist recht kompliziert mit dem Ding, aber es ist machbar. Ne? Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Danke. Also es macht das recht witzig, weil ich jetzt die ganze Zeit Fahrkarten verkaufen werde. Aber schau mal, das er hat voll... Edeka gesagt. Echt, hat Edeka gesagt. Du hast Edeka gesagt. Ja, hat er. Eine normale Fahrkarte. Weißt du, man immer verschiedene Fahrkarten haben, statt dass ich einmal bei einer bleiben könnte? Nö. Ja, ich darf immer schön rumwechseln. Eine Kurzstrecke, bitte. Leute, so. Ja, der Josh hat ein Lenkrad. Ja, ein G27. So, jetzt haben wir... Oh, wir haben fertig. Klausur bestanden, der Josh wahrscheinlich größtenteils. Ja? Ja, 2 schon mal. Ich habe gestern die letzte geschrieben. Ihr könnt ja nicht erwarten von den Profs, dass die kein Leben haben und innerhalb von einem Tag irgendwie 150 Klausuren... Ja, muss ja auch nicht sein, ne? Ist ja halt ein bisschen. So ist es halt. Ach ja, was willst du machen? Schnüffel, du bist so langsam. Ich bin doch schon... Das hat's gemacht? Bei mir nicht. Ist egal. Bei mir hat's es gemacht. Okay, dann ist er super. So, mir geht's cool, wenn ich euch sehe. Ach, ist das schick. So, ich würde sagen, wir können einfach mal... Aber irgendwie ist es mal cool, wieder hier zu sein. Ich weiß nicht. Irgendwie, das hat mich... Ich mag Kinder. Der ist voll geil, der alte Fahrscheindrucker. So, ich kann ja schon losfahren. Naja, 0,5, das ist in Ordnung. So, wir fahren heute die Linie... Über Aperture. Das ist voll cool. Da gibt es ein Aperture-Labor. Aperture-Tag? Nein, ein Aperture-Science-Labor. Was? Wir haben Konkurrenz. Konkurrenz? Konkurrenz. Wir haben Konkurrenz wie so ein Dreieck. Ach, Josh, nerv nicht mit sowas. So, ich muss mich wieder dran gewöhnen, dass ich immer wieder fahre.
Das letzte Mal schon ein bisschen her, aber okay. Mal ein bisschen Standlicht vielleicht anmachen. Ja, damit wir ein bisschen Beleuchtung haben. So. Standlicht. Ja, ich weiß, dass das halt so eine komische Leitstellenfahrt ist, aber ist halt so, ne? Eine komische Leitstellenfahrt? Es ist so eine Leitstellenfahrt. Von? Menschen. Okay. Nee, das soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber ich habe halt meinen Stream so geplant und das ist halt, Das klingt halt überhaupt nicht. Ja, eben, deswegen habe ich ja da, deswegen hab ich das ja dazu gesagt, dass es nicht so rüberkommt. Nee, weil, ich habe das geplant seit Januar, so dass es so ist und ich habe das einfach mal Lust drauf, das so zu machen, wie immer. Ja, das stimmt. Und du kannst ein bisschen die gerne mitmachen wollen, die machen da eh mit. Und die, die gerne hier den Stream gucken, die gucken uns hier den Stream, ne? Und für die anderen, die mitmachen wollen und den Stream gucken, die gibt es dann noch die Aufzeichnung. Also, es ist eine Symbiose für alle. Ja, ja, sehr, sehr geil. Ja, und ich kann es nicht noch eine Woche rausschieben. Und irgendwie, ich fand das heute, das kann man so machen, ne? Also, wir fahren halt auch nicht über Feldgroningen, auch nicht über Werderwiesen, sondern wir fahren recht direkt, ja, ne, um nur so ein bisschen mal die Strecke für heute mal so ein bisschen, ja, ne, wenn mir eine Frage hat oder so, kannst du mal ein bisschen gucken, weil ich fahre gerade. Ich fahre nachher noch. Ja, mit dem zweiten Teil, wie the same procedure as every year. Magst du auch mal mitmachen bei einer Leitstellenfahrt? Weiß ich nicht. Haben mich schon viele Leute gefragt. Ich habe immer so mit weiß ich nicht geantwortet, weiß ich nicht. So, also, habe ich schon mal erwähnt, dass es keine Diskussion darüber gibt, was heute gefahren wird. Habe ich schon mal erwähnt. Du kannst auch ganz unauffällig irgendwelche Moderationskommentare hier abgeben. Das ist ein Rot, habe ich eingestellt. Also, ist euch aufgefallen, dass der Chat neu ist, weil YouTube hat mal wieder was gemacht. Yay. YouTube, hallo YouTube. Ja, YouTube hat jetzt den Superchat eingeführt. Superchat. Und das hört sich nicht nur super an, das ist auch, nee, ich weiß nicht, ob super super ist. Super geil. Warte, great. Ja, make YouTube great again. Grab YouTube by the Chat, nee, keine Ahnung. Grab YouTube by the Chat. Ja, nee, aber auf jeden Fall, da kann man jetzt, keine Ahnung, da kann man was machen. Nee, da kannst du quasi Trinkgeld geben, ohne, also das wird dann direkt da unten so rot eingeblendet. Also das steht dann da, ich glaube, je nachdem, wie viel man da einstellt, steht es dann irgendwie 10 Minuten rum oder so, keine Ahnung. Also habe ich so gelesen. Und dank dieses tollen neuen Features hat mein, hat das nicht mehr funktioniert, was ich mal eingestellt habe. Also, it's so great, you'll love it. Ja, it's totally great. It's totally great, you'll love it. You'll love it, it's totally great. America first. Ja, ja, it's totally great. We second. It's totally great, you'll love it. Make YouTube Livestream Chat great again. Nee, es ist auf jeden Fall ein bisschen das Problem an der Sache, ist halt, dass dieses CSS-Skript, was das den Chat da unten immer so schön transparent gemacht hat, weil das Tolle ist nämlich, das, was ihr da seht, den Chat, das ist genau das, was ihr auch da, warte mal, da neben dem Stream seht. Das ist dieses weiße Ding, wo das durchläuft. Das ist das von da unten nur halt verändert mit dem Skript. Ach, guck mal, hallo, lieber Ansgar. Guten Tag. Wie waren deine Klausuren? Also, bei 500 Euro wird es 5 Stunden rum angepinnt. Ja, ist doch toll, oder? Make YouTube-Chat. Das hat doch jetzt die Welt gebraucht, oder nicht? Ganz bestimmt. Ansgar, wie waren deine Klausuren? Dass du irgendeinem YouTuber 500 Euro in den Arsch schieben kannst. Da hat es doch gefehlt dran. Apropos YouTuber Geld in den Arsch schieben. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, liebe BBB. Hä? Nee, BBP. BBP. Bibis Beauty Palace. Die abonniert, Bibi abonniert Gronkh. Das soll so ein Trend. Lief ja, alles weiß, super, siehst du, da hast du dich voll. Also hättest du dir gar keine Gedanken machen müssen. Ging auch. Gestern irgendwie letzte Klausur geschrieben. Ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich heute etwas unwohl fühle. Bisschen. Und nein, ich habe nicht so viel Milch getrunken. Nein, habe ich nicht. Ich bin da so zerstört, oh Mann. Warum? Halt also nicht. Ich bin ja von meiner Klausur zerstört, weil ich Angst habe, dass ich in der letzten Klausur so richtig verkackt habe. Klappt aber das nicht mehr? Keine Ahnung. Oh Mann, das finde ich jetzt blöd. Ich Make YouTube Gronkh again. Oh, aber ich glaube, der tut sich irgendwann noch mit gewissen Menschen zusammen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Was wäre das? Die Version 2.3 von dem Bus funktioniert nicht mehr so gut. Gut. Das ist vorne. Ach, da ist... Und nein, ihr fangt jetzt keine Hate-Kampagne gegen irgendwelche Menschen an, okay? Ihr macht's einfach nicht.
Apple TV, Dankeschön. Oh, danke. Weißt du, noch über die gute alte Methode. Jetzt reden wir über die tollen neuen Möglichkeiten, die wir haben. Die gute alte, Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Achso, und wenn du so eine, so bist du wieder, nein, das klingt schon wieder so voll werbungsmäßig, gell? Wenn du eine tolle neue Duo-Postkarte haben möchtest, also nicht neu, aber wenn du so eine tolle Postkarte haben möchtest, die nicht so toll ist, steht unter der Videobeschreibung. Also es gibt auf jeden Fall sowas Cooles, ne? Also vielen, vielen lieben Dank, Dankeschön. Bist ein guter YouTuber, echt. Bist du echt? Nee, bin ich nicht. Ich habe mich nicht auf den Stream vorbereitet, weil sie zerstört bin. Aber ich hab ja Freitag die Klausur geschrieben. Also gestern? Ich habe mich wirklich im Laufe der Woche habe ich mir überhaupt mal. Ich habe den Stream währenddessen geplant. Das fand ich also nicht während der Klausur, aber. Ja. Ich habe mir wirklich. Und du warst so verplant, dass. Boah. Ich habe das Thumbnail. Wobei, das Thumbnail finde ich dieses Mal sieht gut aus. Was hältst du dieses Mal von dem Thumbnail? Du bist ja manchmal ein bisschen kritischer. Ist halt so. Echt? Ich fand es nicht mehr nicht so toll. Ich bin dieses Mal begeistert. That's a great thumbnail, isn't it? You'll love it. It's totally great. Er macht vor allem immer so. Ja, so. So und dann so. Oh, it's totally great. And his very great tiny hands. Ja, they're so great, you'll love it. Ihr müsst euch unbedingt diese. Ich glaube, das ist, wenn du auf YouTube Trends bist. Das ist, wenn du auf YouTube Trends bist, die YouTube Trendseite mit dem Feuer da. Da sind die ganz oben gewesen die letzten Tage. Ja, ihr müsst euch unbedingt diese Videos angucken. Die sind so mega. Wobei die erst nach ein paar Mal anschauen, fand ich irgendwie witzig waren. Am Anfang fand ich die eher so. Und auch das Deutsche finde ich eher so. Es gibt bessere. Das Holländische ist so mega super. Ja, das ist halt das Original und darauf, und, weil die halt das halt nicht gut fanden. Ja, Holland ist das, hat es ja, auch als Satire gemacht. Ja, aber. Unsere Satire-Landschaft, also Europa ohne Holland, fand das irgendwie, ja, das ist ohne Menge Zeichen. Ich bin jetzt voll mit Mathe durch. ja, was wollte ich sagen? Lustig. Nee, und was wollte ich denn erzählen? Wann fahren wir da tut der Tars rum? Nee, was wollte ich denn gerade erzählen? Make YouTube great again. So, Käsekuchen. Boah, ich bis vor Geld kann ich diesen Superchat aktivieren, ja. Kommst halt nicht drum rum? Weil Ruhr auch toll ist. Punkt. Ja, Ruhrau ist cool. Und es ist Ruhrau 2. Hm. Und nein, Ruhrau 2 ist noch nicht released. Bitte seht von diesen Fragen ab. Also, bitte und seht nein, von... Nein, Ruhrau 2 wird keine Pay mehr. It's only a good thumbnail. It's the best. Really, you'll love it. Ach, dankeschön. Dankeschön. Was ist das denn? It's totally... Hey, aber ganz ehrlich, mit dem Typ wurde doch echt so eine Figur geschaffen, die du so gut satirisch belegen kannst. Dankeschön. Also wenn er uns leben lässt so lange, dann können wir übel viel... Ja, wenn er nicht den roten Knopf drückt. Ja, wenn er den nicht drückt, dann... Der Schweizer... Ja, genau, das mit dem Schweizer. We don't want your money, we already have it. And we keep it safe. You want your money kept safe, or don't you? Ach ja, okay. Das ist schon schön. Oh, super. How much RAM do you have? 16 Gigabytes. But please don't write in caps. Achso, jetzt haben wir auch das internationale Publikum haben wir jetzt hier angelockt. Wegen unserer... Oh. Das schön. War nicht so gut. It's totally cool. And his English is... The best English of the world. I have B2 English now with the certificate. I have a B2 English certificate. Now I have the TOEFL and so I can Hashtag Danke sage. Weil wir zu wenig Danke gesagt haben? Oder weil wir zu viel Danke? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich kann irgendwie damit umgehen, wenn ist es egal. Roter Knopf. Nee, es ist nicht. Genau, der rote Knopf und es ist nicht dieser Twitter, der sich hier gerade bewegt. Nein. Boah, ich muss hier ein bisschen fahren lernen. Aber heute klappt ganz gut. Gut, die Karte ist auch recht. Du hättest diese Karte fahren können. Aber nein, ich war da auch schon mit Belemtal gegeben. Kein Problem. Also hallo. Alle, die da sind. Bei Nacht. Oh, da ist jemand. Ach süß. Ach, hier sind. Oh, Mühlgau. Da ist eine Mühle, wie bei den Holländern. Holland ist die geilste Stadt der Welt. Was? Hallo. Lecker. And nobody will build walls later than, better than me. Okay, okay. And if you want... Ich war noch irgendwas mit Mauern, war doch auch noch sowas Witziges. Dass wir Deutschland mit Mauern auch... Was spawnt eigentlich Menschen? Oh, ich hab's.
Ich fand die Holländer ja lustig. Ja, aber das war das Original, das kann man nicht gut finden. Ich fand sie trotzdem lustig. Das darf man, auf pädagogischen Gründen darf man das nicht gut finden. Guck mal, das finde ich echt ein geiler Teil mit der Mühle da, wenn wir schon bei Holland sind. Aber ich finde, das sieht voll geil aus. Guck dir das mal an, von der Gestaltung her. Also, natürlich werden wir nachher auch noch eine Karte sehen, die gestaltungsmäßig, also... Excellent, you love it. Jetzt ist gut, jetzt ist echt gut. Wieso? Nein, nicht, dass wir nachher noch Post, also Besuch kriegen, hohen Besuch oder so. Boah, dann kann ich es in den Titel schreiben. Ich kenne genauso, also so 10 Sachen, die mir in den Titel schreiben kann. Road to 10K, also kennt vielleicht, ich finde sowas ätzend, ich weiß es nicht. Es gibt Menschen, die das machen. Ich könnte es auch in den Titel schreiben, Road to 10K. Was hältst du von Lotus? Das mag Lotus? Ich aber nicht. Aber ansonsten, ja genau, Käsekuchen Lotus, also ich finde, wie gesagt, auch Omsi ein sehr gutes Produkt und steht ihm sehr positiv gegenüber. Ja, das mit dem Geld, das war mega, ja, wo das Geld herkommt. Ihr warte könnt mal, ja in die Schweiz umziehen, da müsst ihr keine Steuern zahlen. Habe ich das mit dem, wie lange geht das Stream? Ach fuck, ich, also... Caps Lock, das verstößt gegen Caps Lock. Nee, zum einen und zum anderen, ich habe die Chatregel neu geschrieben. Ich bin voll stolz, aber voll diplomatisch, habe ich bestimmt gut gemacht. Und nee, habe ich nicht, bleib gehoben. Ich weiß, also, ist egal. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, auch den YouTube-Kanal Himbeertorte 123 suchen. Ihr könnt da auch gerne irgendwelche Daumen, was weiß ich auch, wie immer hinterlassen. Ja. Aber Himbeertorte 123. Der wird sich freuen. Ganz nee, aber, bestimmt. Was ich halt noch nicht gemacht habe, ist, ich wollte noch so Sachen hinschreiben, die immer Leute fragen, die auch nicht geduldet sind. Das wollte ich auch noch hinschreiben. Also, nebst den verbotenen Sachen, die so wirklich so quasi Straftaten sind, gibt es auch noch so Ordnungswidrigkeiten, wie zum Beispiel Fragen, wie lange der Stream noch geht und solche Sachen, die halt jedes Mal gefragt werden. Dann werden die Regeln aber unendlich. Wo wir uns auch immer, ja, sie konvergieren. Sachen auch, die wir halt quasi jedes Mal, wo uns darüber lustig machen, weil die Leute das immer Licht anmachen. Ja. Hier, schön Ablendlicht anmachen. Oh ja. Aber der Tunnel ist geil, oder? Da hat er gut gemacht, der Typ. So. Ja, Road to 10K, das machen wir jetzt mal schön. Genau, wie sowas wie Caps Lock und sowas. Also, das sind halt so Dinger, die halt, ja. Wie gesagt, was jetzt so Payware-Addons angeht, da bin ich aktuell gar nicht auf so einem Stand. Das habe ich irgendwie, weiß ich nicht, bin ich aktuell nicht so für mit, weil, wie gesagt, ich war jetzt eine lange Zeit etwas zurückgezogen. Ich weiß gar nicht, ob man, hat man bestimmt gemerkt, so an den Videos auch, dass halt die Videos halt schon sehr lange aufgenommen waren. Hat man gemerkt? Weiß ich nicht. Ja, doch, an der Inaktualität. Das hat man daran schon gemerkt, ne? Nee, Luisa muss nicht im Schnee fahren. Aber Luisas Thumbnail-Teil ist so Sepia. Wow. Ich habe so das Gefühl, du warst nicht ganz so zufrieden mit meiner Arbeit, die ich mir diese Woche vor meiner letzten Klausur noch angetan habe. Ich bin wieder echt... Du denkst dir, ich mache heute nochmal so ein kurzes Thumbnail. So mal kurz, wie so für normale Dinger. Da hockst du wieder 2 Stunden an diesen... Ich will jetzt nicht sagen blöden Thumbnail, du hockst ja wieder 2 Stunden an diesem blöden Thumbnail. Josh, was hast du von mir zum Geburtstag bekommen? Eine Geburtstagskarte. Eine Geburtstagskarte? Eine selbstgebastelte. Eine selbstgebastelte. Oh, mit ja, selbstgebasteltem Umschlag. Ja. Ja, exakt. Ja. Und ein Karton Milch. Den hast du nicht von mir bekommen. Aber den habe ich zum Geburtstag. Der hat doch nicht von dir der gefragt. Doch von ach, mir. Doch von Lisa. Nee, habe ich keinen. Ja, stimmt. Warum willst du eigentlich mir aufs Gas treten? Keine Ahnung. Ich bin jetzt, echt, bin stolz auf mich, dass ich heute einigermaßen gut fahre. Ja, aber mein Fuß ist da gerade so. Ach, nein. Ich meine, ich weiß, Züge würden Güter fahren. Du darfst nachher noch fahren, keine Angst. Ja, ist kein Problem. Was ist dein Thumbnail? Das ist ein Daumennagel, also wörtlich übersetzt. Das ist das, was ihr seht, bevor das Video anklickt. Das, wo dann Leute immer Brüste drauf machen. Hör, was sind Brüste? Ich kann schon Bus fahren, gell? Immer. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, ah. Der Bus hat auch gerade eingeschneit. So, kennt den wir dort 1, 2, 3. Ach, süß. So, Blankwitz. So, jetzt haben wir hier nämlich, das so wie zum Thema kurzen Fahrplan, das ist nämlich hier nur so eine kurze... Da hat sich einer Otifant genannt. Das ist nämlich hier nur so eine kurze Zwischenendstelle. Ach, jetzt habe ich den Fahrplan noch drin wegen Dingen. Ich weiß gar nicht, für was ich Fahrpläne machen, also für was ich Fahrplanzeiten brauche. So, jetzt müssen wir hier über, wir fahren nämlich über Aperture Science. Also fand ich auf jeden Fall cool. Aperture Science, raus. Ja, raus. Wie rein, nur raus. So, jetzt müssen wir doch umschildern von 141 auf Ziel 142. Ist so. Kann ich auch nichts machen. Hashtag ist so. Fernsehturm. So.
Weil es steht ja nämlich vorne nicht mehr Fernsehturm über Blankwitz, also wenn man jetzt eine zweizeitige Matrix hätte, würde dann nämlich hier stehen Fernsehturm über Blankwitz und ab hier, ab Blankwitz, steht ja nur noch Fernsehturm da. Ist doch, that's totally great. Guten Tag. Totally great. Einen normalen Fahrstuhl. Schnappis hier. Der tiefste Winter bei uns ist zum you'll Glück schon, yeah, you'll love it. Der tiefste Winter ist zum Glück bei uns schon, rum. So. Ey, dieser Dankeschön. Drucker, das ist echt voll viel Arbeit. Also damals war Fahrkarten verkaufen echt noch Arbeit. Aber if you have this bus einmal, you'll love it. Morgen. Satz. Man muss überhaupt losfahren. Und die Fan, du kannst gar nicht traurig sein, du schläfst. Achso, ich mach mir ein bisschen, mal ein bisschen lüften, mach mal ein bisschen hier Ding auf. 6.56 Uhr, ach sogar in dieser Livestream ist ab 18 freigegeben. Er enthält englische Inhalte. Yes. Yes, so. It does. It's terrific. Genau. You'll love it. You'll love it. Achso, was man auch noch extra anmachen kann, ist nämlich die Matrix-Beleuchtung, die ist nämlich hier. Cool, oder? It's totally great. Now we have a Matrix-Beleuchtung. Aber ne, wirklich, ich finde den Bus, das ist ein Highlight. Noch Akku-Counter 7%. Ja, that's why we all have our technische Geräte stöpselt next to the computer. With the Steckdose. Ne? You understand? Yes. Jetzt ist genug mit Englisch heute. Vielleicht die Englisch auf Böhmermann. Ja, aber der kann das gar nicht so schlecht. Der zieht sich damit selber immer so ein bisschen durch. Er macht diesen... Ja, macht extra schlecht. My broad German accent. So. My broad German accent. Nee, ich glaube, das geht eher nicht. Nee, geht's auch nicht. Nein. So, ich würde sagen, wir können uns mal auf den Weg begeben. Wir machen mal den Kinderwagen. Halte Wunsch mal wieder raus. Das ist voll Kindergarten hier mit Kinderwagen. Nee, aber der Kinderwagenschalter sorgt dafür, dass bei Automatikbustüren hinten... Nein, ich muss warten, dass da ist noch rot. Ich darf da noch nicht fahren. Warum sind da weiße Pfeile? Weil die der Ersteller weiß gemacht hat. Wer ist denn der Ersteller der Karte? Waldheini 1, 2. Ohne 3. Gut. So. So, was haben wir? Ey, das ist... Der Bus erfordert sehr viel Gefühl, weil er alt ist. Ist wirklich so. Das heißt, wenn man älter ist, braucht man mehr Gefühl. Ja, jetzt bin ich auch alt. Jetzt. Hast du was gegen junge Leute gesagt? Ja, damit will ich mir, glaube ich, ein bisschen Feinde machen, gell? Naja, so ist es halt. Also, wir sind ja hier Abblendlicht am machen, weil da dann vorne hast eine du ja Brücke auch was ist. Gegen mich. Warum? Weil ich noch nicht alt bin. Hä, du bist 3 Monate jünger oder so. Ja. Hä, Nias, das sind 2. Haben wir uns schon mal drüber diskutiert. Ja. Wir haben uns schon mal drüber diskutiert. Genau. Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Bald Heini 12, ja, so in der Art. Schick. Ist aber gemütlich hier, ne? Das finde ich schon gemütlich. Hat mal was. Ja, nee, also wie gesagt, es wird nicht diskutiert, was gefahren wird und wird es auch nie getan werden haben sein. Ne? Sieht so aus wie in so einer riesen Matrix. So, ist es eine N-Kreuz-N-Matrix, die man dann invertieren kann? Oder eine diagonalisierbare Matrix? Die Klausurenphase hat seinem Kopf geschadet. Ja, vor allem Mathe. Also generell so zum Thema neue Videos jetzt nächste Woche. Es kommen halt erstmal so Videos von den Sachen, wo ich jetzt halt zeitlich verplant habe, die halt zu dingsen, weil ich halt keine Zeit gehabt habe. So, also neue Busse, neue Karten haben die so, neue Busse halt, neue Inhalte, die ich mir auf diesen Zettel da geschrieben habe. Glaube ich, finde nicht mehr, aber ich habe ja Sachen auf den Zettel geschrieben. Ja, uns geht's ganz gut. Und ja, ne, das war so und dann werde ich halt... Ja, nächste Woche und so, ne? Genau, bitte beachten Sie, dies ist ein Eilbus. Ja, genau, es ist aber natürlich wichtig. Natürlich schauen wir Germany's Next Topmodel immer, klar, total begeisterte Anhänger, gerade von dieser wunderschönen, wunderbar jung gebliebenen Frau Heidi Klum, wunderbar. Jetzt wird das, wo ich wieder nicht mitreden kann. Da können schon wieder 95% der Menschen im Chat nicht mitreden, weil sie nicht weiblich sind. Nee, diese Frau ist einfach schon Ahnung. Gefühlt jetzt von alt der. Und macht immer noch auf 20. Ja, ist halt so. So. Josh, bist du Englischlehrer oder bei Edeka angestellt? Ja, noch. Armer Student. Armer Student. Oh, aber der Bus, ich finde das auch mit der Türfreigabe hinten cool. Ich bin schon mehr, dass ich den Bus gut finde. Nee, noch nie, gell. Ist mir noch Sie nie. Schauen es immer, auch wenn Luisa immer einschläft. Ja, genau so ist es. Hey, wann kommt das überhaupt? Ich glaube, das kommt...
kann das nicht, kommst du nicht mehr donnerstags ab? Ja, da, gucken wir mal was anderes. Ja, da gucken wir mal Der Lehrer. Das ist eine coole Serie. Oh ja. Wäre noch manchmal ein bisschen traurig und nachdenklich. Aber das ist ja, ja mal so ein bisschen, ist ja auch nicht schlecht, so ein Kontrast zu blöd und so. Weiß ich nicht. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Das ist eine der Serien, ist die einzige Serie auf RTL, die man ernst nehmen kann. Gut, du musst aber dazu sagen, das ist ja keine RTL-produzierte Serie. Die haben die ja nur gekauft, die haben halt gesehen, oh, das ist gut. Ach komm, dann setzen wir die bei uns. Dann hauen wir Geld auf den Kopf und dann... Ja, wir haben ja sonst nur selbstproduzierte ASI-TV-Sendungen, dann... Ja, lass mal, kaufen wir mal was Gescheites ein. Nee, weil was man auch daran sieht, dass es zum Beispiel, das gibt es auch bei Amazon. Also das kann man auch über Amazon gucken, theoretisch. Seid ihr Geschwister oder ein Paar? Wenn wir jetzt bei Game of Thrones wären, dann könnten wir sogar beides sein. Oder wenn wir im Saarland... Nein. Kennst du nicht einen Böhmermanns Saarland-Witze? Nein. Ist besser so. Donnerstagabend läuft auch Böhmermann. Ja, nee, aber den gucke ich ja immer in der Mediathek an, weil ich ein Depp bin. Keine Ahnung. Ja. Ich bin so anti... Ich kann, das Einzige, was hier so Bildschirmgeräten steht, sind ja diese beiden Monitore da. Deswegen Mediathek halt. Und du kannst es dir immer angucken, das finde ich ja gut. Und nicht irgendwie 22.15 Uhr Tagkollege. Nicht 22.15 Uhr und keine Ahnung, um 12.00 Uhr dann irgendwie nach der Heute-Show noch im ZDF. Ich weiß es nicht. Ich finde das auf jeden Fall ist gut. Finde ich gut. So, was haben wir denn noch Schönes? Josh ist ein DAB, ja, ich bin ein Radio. DAB ein, Plus ich dachte, sogar. Ein DAB wie Dubstep. Nee, wahrscheinlich ist es irgendeine Beleidigung, aber... Wenn ihr bei König Ödipus wärt, könnte ich dann... Ja, aber sehe ich so alt aus? Du bist jünger als ich. Ja, eben. Das ist bestimmt trotzdem richtig. Ja, weil Ödipus Mutter, Ödipus hat seinen Vater umgebracht und seine Mutter... Um diese Frage zu beantworten, gehst du einfach auf omsidobel.de/FAQ. Nee, wie heißt das? In der Videobeschreibung ist ein FAQ, da steht das drin, gell? Ja, wir sind ein Paar. Ey, jetzt kriege ich nicht die 1000 Aufrufe auf meine Webseite, die ich gar nicht gehostet habe und die ich auch keine Werbung kriege dafür, weil... Sieh mal Pullover an, ja. Hä? Nee, heute ist T-Shirt und... Ja, eben, der Josh. Heute ist T-Shirt und... Der Josh wohnt in Dobel. Heute ist T-Shirt und Kapuzenkappentag. Und Schnabi ist ein Jahr alt. Anderthalb Jahre alt. Ich muss so gucken, dass ich nicht vergesse abzubiegen, wenn wir gleich über Aperture fahren. So, jetzt hier aber... Gib mal ein bisschen Stoff hier, Bus. Heizen! Ja, das hier ist eh... Ja, deabonnieren war das andere. Das ist aber auch nicht meine Seite. Boah, ich habe nur Domains... Wo ich bin 22, aber ich sehe aber jünger aus. Ja, das stimmt. Ich habe voll viele, ich kenne voll viele, die voll... Niklas? Das ist nicht Niklas. Nein, aber nicht. Oh, das ist, du darfst nicht so laut in das Mikrofon lachen. Okay, ich lache ja nicht mehr. Wer fährt eigentlich? Ich fahre. Ja, also wir immer, haben ein King. Guck, immer der hier sitzt, der fährt. Ich meine, das merkt man gar nicht, gell? Weil du siehst nur so unsere Köpfe. Also guck das mal in den Chat oder in dieses Ding und merkst echt nicht, wer fährt. Oh. Weil man... Das Eislauf. Macht man ja unten rum. Das ist ja sehr untenrum fixiert, das mit dem Bus. Gehen wir auch mal Eislaufen? Wenn es mir wieder besser geht, ja. Und wenn mir wieder kalt ist, bringst du mal Merch raus. Ja, ich habe ja schon Postkarten-Merch. Im Polarium können wir, glaube ich, trotzdem Eislaufen gehen. Ja, aber trotzdem nur saisonmäßig. Wie geht's Schnabi? Schnabi geht's ganz gut. Der Schnabi, der ist auch froh, dass die Klausurenphase vorbei ist. Da sieht er uns mal mehr. Nicht nur morgens und abends. Also Merch, wie gesagt, gibt's ja bloß die, oh Mann, das muss ich nicht wieder. Merch ist eigentlich bloß meine Fahrkarte. Ja, ich fahre heute Abend auch. Und der Josh, der studiert Informatik. Und nee, es ist kein obligatorisches Praktikum bei Edeka gewesen, es war einfach nur, Schaffen bei Edeka. Also nur so Aushilfe, Job, Geld, Ding. So. Der Omi will auch einen Fahrschein haben. Das haben wir gleich alle drin. Das mit dem Fahrschein ist ja echt aufwendig. Dieser Bus. Aber es ist halt cool. Macht ja Spaß. 25 mit dem Auftreten. Penis. Nee, keine Ahnung. Also ich höre immer nur das Gegenteil. Ja, irgendwie schon. Also manchmal ist er gefühlt 3 vom Auftreten her und manchmal 25, das stimmt. Ich bin sehr... Und er sieht aus wie 12, nicht wie 16. Wann wirke ich wie 25? Dann, wenn du voll pissig bist und einen schlechten Tag hast. Dann wirkst du wie 25. Hast du jeden Tag. Ja. Das war jetzt also eigentlich jeder, der gleich Informatik schreibt. Schreibt? Der. Ich mag Informatik. Ich auch.
Ich mag meinen Informatiker hier. Ja, Fahrkartenverkauf Andrang. Also irgendwie ist das halt, ist halt viel, ne? So ist es halt. Ja, da kannst du ja nichts machen. Also ist das halt, ne? So, jetzt haben wir ja ein bisschen hier. Fidel. Jetzt soll ich wieder 65. Fidel sagen. Fidel. Ja, nee, nicht Fidel. Fröhlich Fidele. Aber ich nenne sogar manche Folgentitel mit Fidel. Weil sich da so schöne Alliterationen raus ableiten lassen. Irgendwie. Ich erinnere mich an die ersten Livestreams, in denen ich selber gefahren bin. Ja, Josh fährt besser und ich fahre, glaub, immer noch so wie am Anfang. Nee, finde ich gar nicht. Jetzt können wir wieder postfaktisch so einen Scheiß zur Sprache bringen, aber auf der ersten Folge Fidel gesagt, ja, es kann sein, keine Ahnung. Der Josh hat immer wieder mal ein neues Modewort, das ist ganz normal. Ja, zum Beispiel zur Zeit. Postfaktisch, nee, das ist schon, ja. Wieder, das ist schon wieder weg. Warte. Hm. Ich komme zurzeit gar nicht dazu, mir enge Wort anzueignen. Ja. Ach ja, eindeutig ZF. Deswegen fahren wir nachher auch ZF. Oh, ein Kollege. Ich bekomme immer die schwierigen Linien. Nein. Ja, ist traurigerweise wirklich so. Die hier wäre jetzt echt einfach gewesen. Es ist nur geradeaus. Sonst müssen wir nur gucken, dass wir über Aperture fahren. Ein Bus geht nicht, er fährt. Wenn ein Bus allerdings nicht geht, dann... It's great, you love it. It's... Ja, es wird wunderschön sein. Es wird. Och, was ist denn da auch los? Weißt du, was fahren die denn da auch so langsam? It's great, you love it. Ja, yeah, it's totally great. Warum fährt er jetzt nicht? Oh oh. So ein Pisser. Ich glaube, ich habe da so eine. Weißt du, die fahren halt auch echt nicht. Depp. Okay, ich dachte schon. So, wir müssen über Industrie und Aperture. Ach so, das ist die vom SWR, von der ich dir erzählt habe. Oh mein Gott. Was, der ist halt mit der irgendwo heftig. Ja, ja. Heftig. Er hat sich zumindest keine Zeit, den Scheiß sich hier anzutun. Warum ist Josh eigentlich... Warum hat Josh eine Freundin erst Informatiker? Ja. Er hatte zuerst die Freundin und ist dann Informatiker geworden. Ach, das ist dann der Unterschied. Ja. So, it's totally great. Jetzt fahren wir über Aperture. It's a totally great Spiel. Oh. KI-Katastrophe. Jetzt lassen wir die erstmal rausfahren hier, weil anders geht das ja nicht. Bitte warten Sie einen Moment, während der Fern nicht kaputt gemacht wird. Ihr Auftrag ist Ihnen bearbeitet. Ja, du kannst auch noch fahren. Du. Warum nimmt der das Beinchen hoch? Schau mal, der schwitzt halt im Hintern. Hebt das Bein! Ja, it's totally great. It's a very great Express-Liefer-Service. Tame Street Woman just like you, Mr. Oh. Böse Worte. Das ist böse. Aber was ich dann wiederum nicht verstehe, ist, warum sich dann die Frauke so gut mit dem versteht. Also... Die versteht sich mit dem gut? Ja, nee, die haben ja die gleichen Ideologien. Also so generell die ganzen... Die war voll enttäuscht, dass sie nicht an der alleinigen Parteispitze involviert wird. Also ich glaube, sondern selbst, noch zwischen ein paar anderen selbst Idioten. Wenn wir alternative Wege einschlagen sollten, sind die noch so altbacken wie zu... Onkel Dolfs Zeiten. Weil schon damals keine Frauen an der Spitze... Ich glaube, da sind sie sich treu geblieben. Selbst das mit dem MAN und dem Thumbnail, das macht sogar Sinn. Weil Doppelpunkt, Eurozeichen, ja, den Bus muss man sich kaufen. Das ist voll tiefgründig. Ja. Merkt man gar nicht. Ist ja auch egal. Ich bin der Josh. Hallo, Josh. Ich habe ein Problem. So, es hängt. Nein, es hängt dieses Mal nicht. Und nicht an mir. So. Bitches. Du bist Bitches. Dieses Mal läuft das nämlich an. Warum machst du den auch auf Pause? Nein, das ist mein kennst du Monitor-Sound? Ich hab den nicht auf Pause gemacht. Der ist ausgegangen. Ich hab ausgegangen. Einfach nur mal geskippt. So, das müssen wir hier aber mal ganz kurz. Warte mal. Oh, das geht sogar. Hallöschen. Du kannst nicht aufs Gas treten, wenn ich an der Schranke stehe. Es tut mir leid. Warte hinten lang. Oh, da war ich schon mal. Ist das Aperture? Warte mal. Warte hinten. Ja, das ist Aperture. Warte hinten lang. Warte hinten lang. Da war ich. Das war da, wo ich, glaube ich, in Kur war. Bin mir auch nicht mehr sicher. Ist aber schon ewig her. Nur der Name kam mir gerade so bekannt vor. Aber wolltest du eigentlich nicht einsteigen hier? Kein Alkohol. Der Josh hat keinen Alkohol getrunken. Nee, heute ganz sicher nicht. Und gestern auch nicht. Nee, nur Milch. Warum wollen die hier nicht aus... Ach, raus. Wo ist noch raus? Ist hier nicht Aperture raus? Das ist Südwedel Aperture. Nee, es ist schon Aperture raus. Hm.
Ist die Aperture raus? Ja. Hey, ich raff das nicht. Stehe ich hier falsch? Ich glaube nicht. Das ist eine Haltestelle. Hä, aber ich raff das nicht. Kann mir mal ganz kurz mit jemand, weil die steigen nämlich auch nicht aus. Ist egal. Dann fahren die einfach mit. Das ist mir jetzt sowas von egal. Weißt du was, ist das jetzt einfach, ne? Ja, ich will zu dir ein neues Profilbild erstellen. Nein. Warum? Das Ding ist ja schon sehr alt. Es ist mir egal. Obwohl du es wohl mehr liebst als Luisa. Nee, ich mag das Profilbild eigentlich nicht. Aber ich finde immer, du brauchst was, woran dich die Leute erkennen können. Wenn man zum Beispiel mal... Alter, was ist das hier? Wenn man sich jetzt mal YouTube anschaut, die da und ihr Kanallogo wechseln, siehst du ja, wenn du auf dem Smartphone in die YouTube-App gehst, siehst du nur das Bild und das Thumbnail von dem Video und nirgendwo den Namen. Das heißt, wenn jetzt einer dauernd sein Profilbild ändert, ist das blöd. Auch die wollen alle mit dem mitfahren. Sag nicht, die fahren jetzt alle mit. Die fahren jetzt alle mit dem mit, die Pisser. Totally great, you love it. Nee, I will not love it, because they are... Ach, Mann. Das finde ich jetzt nicht gut, weißt du? Alter, da vorne sogar noch mal das Symbol. Sogar im Wald. Da habe ich ja einen Reh gesehen. Ja? Was meinst du, wie klar das aus uns zu reden kommt? So, jetzt können wir aber hier gleich mal über Industrie, und dann sind wir auch, glaube ich, schon gleich am Fernsehturm. Passt das Industry ja heute, ne? Industrie. Ja, ja, Industrie. Oh. Irgendwie ist das Fahren auch anstrengend. Nein, ich habe ihm gar nichts in die Milch gemischt. Ich trinke keine Milch. Also nicht so gerne. Ich trinke auch lieber Kaffee ohne Milch. Gosh, du hast gestern ja Milch getrunken. Milch. Ja, Milch. Aber Milch an sich ist schon Synonym für Milch. Ja. Nee, auf jeden Fall. Das Profilbild habe ich irgendwo mal im Internet gemacht. Vor 1012 Millionen Jahren. Das weiß ich doch nicht mehr. Keine Ahnung. Oh je, der Arme. Dann gute Besserung. Ja, das ist der MRN aus der Stadtbusfamilie. In der Tat. So, voll unrealistisch, wer der Altstadt, wer kommt da lebend raus? Frage ich mich auch. Vielleicht die Mitarbeiter. GLaDOS, ihre. Ja, du brauchst auch Mitarbeiter. Meine Testsubjekte sind halt, die sind halt so, aber keine Ahnung. Die steigen da nur aus dem Bus. Ja, genau, die kommen hier nur an. Und die wollten, hast du gesehen, die wollten nämlich nie aussteigen. Was ich verstehen kann. So. Dir Fernsehturm. Dir Fernsehturm. Dum, 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 dum. You need to know, und er biegt hier hoffentlich nicht ab. Das ist ganz gut, weil sonst komme ich hier nicht weiter. Dum, 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 dum. Mögt ihr die Fastnet? Nee. Wir Fasching? Nee. Aber David ist immer ganz gut drauf zu sprechen. Echt? Ja. Sollen wir mit dem zusammen dahin gehen? Ja, heute aber nicht. Ja, nee, heute nicht. Heute nicht. Also aus mehreren Gründen. Wir sagen es jetzt mal wegen dem Livestream. Der Livestream ist so wichtig, dass wir es nicht anders geht. Ja. Alter, was ist denn da hier, wenn... Oi, oi, oi. Ein Glas Wodka, Josh, dann fährst du wie eine Engel. Nee, heute nicht. Also, Leute, mit sowas macht man keinen Witz mit Autounfall, ne? Hm? Ja, gut, also normalerweise wäre ich dem Glas nicht abgeneigt, aber es ist, muss auch nicht immer sein. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Boah, jetzt muss ich wieder Fahrkarten verkaufen. Das ist so anstrengend. Der Lampenladeng. Boah, es waren noch Zeiten. Es ist ja schon wieder falsch. Die Uhrzeit ja, wahrscheinlich. Ja, das ist echt falsch. Nee, ich muss immer überlegen, was ich jetzt falsch da eingestellt habe. Weil irgendwas ist auf jeden Fall falsch. Einmal so. Eine Kurzstrecke, bitte. Ich würde sagen, 1,70 Kurzstrecke. So, zack, 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 zack. Josh, zack, etwas zack. Weg, dann läuft es wieder. Hm? Nee. Bleib beim Bus weg damit. Habe ich schon erwähnt, dass es keine Diskussion darüber gibt, was wir heute fahren? Ja, habe ich schon mal erwähnt. Ach, Julian, bist auch da, hallo. Julian. Hallo, Julian. Weißt du, Julian ist wahrscheinlich voll frisch und dynamisch und uns merkt man an, dass gestern Klausurenphase zu Ende war. Dir merkt man an, dass Klausurenphase gestern zu Ende war. Ja, die Kasse ist cool, ich mag die Kasse. Das ist sogar eine Almex-Kasse, ne? Die mit Touch. Touch. Naja, was mache ich am liebsten? Eigentlich Benz. Benzi, Benzi, Benz. Du wolltest dem Julian noch irgendwas mitteilen. Echt? Ja. Wollte ich das? Ja. Nee, wollte ich? Ja, wolltest du. Du hast sogar noch gesagt, das sagen wir dem Julian dann mal. Ich glaube, da haben wir einen Bus. Da war irgendein Bus. Nee, was ich... Ich wollte dem Julian sagen, wir hatten letztens einen Citaro, der voll die tollen Sitze hat. Und er hat Josh gesagt, keine tollen Sitze. Josh fand ihn kacke und ich fand ihn toll. Das ist einfach... Weißt du, wir kennen nur so Citaro Ü, mit so Ü-Sitzen.
Dann haben die so einen alten Bus gekauft, so einen gebrauchten Facelift und hat mit Stand, mit Stadtbestuhlung halt so. Stuhl. Und auch mit dieser Assi-Sitzecke. Das, ich finde es immer voll die Assi-Sitzecke, wenn ich ehrlich bin. Ja, und da habe ich halt gemeint, das sind so Stadtbusse, die findest halt auch beim Juden, weil die so Stadtausstattung haben. Also einfach so ein normaler Facelift halt. Und ich fand den voll toll und der Josch nicht. Oh, nee. Der ist so komisch. Ich meine, die Ü-Dinger sind, finde ich, hinten im Motorraum ein bisschen besser abgeschirmt. Die sind nicht so laut. Also ich mag irgendwie die Ü-Dinger am liebsten, wenn ich ehrlich bin. Und, das wollte ich dem Schokoten aber noch erzählen, ist mit den Flauschi-Sitzen. Ja. Ich habe sogar ein Bild von dem Flauschi-Sitz gemacht. Ja. Kannst du dem James ja mal schicken. Nee, das können wir mal, wenn wir irgendwann mal sehen. Stadtbestuhlung. Klar, weil wir uns... Julian, ihr habt nicht zufällig Bock, in nächster Zeit mal irgendwas zu tun. Nee, ich wollte die ja eh noch fragen. Einmal wegen, weil ich wollte mal mit denen noch ein Video aufnehmen, Omsi, und so baue ich auch mal. Aber das sind ja Sachen, die man ja im Prinzip dann intern... Nein. Nein. erstmal die normalen Projekte auf Kette kriegen. Da sind wir zu wenige. Dafür müssen wir erstmal Carsten noch überreden. Und Carsten ist zurzeit mit Ruhrau etwas beschäftigt. Nennen wir es mal so. So, oh, ist das anstrengend. So, fahren ist gerade vor anstrengend. Ich bin froh, dass gleich du fährst. Ja, nee, ist echt so. Das heißt nicht Assi-Sitzecke, wie heißt das dann? Das heißt Sitzecke, ja, oder was? Konferenzbestuhlung. Ja! Das heißt, genau, das heißt Konferenzbestuhlung. Ist mir egal, es ist die Assi-Ecke. Ich habe dir sogar erklärt, warum das Ding Assi-Ecke heißt. Und es ist halt wirklich so. Hier, guck mal. Da. Ja. Ja, aber nicht heute Abend. Nein. Ja, können wir mal gucken. Danke für das Kompliment. Oh. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz Pause. Weil da vorne ist nämlich der Fernseher, da sind wir da. Oh, da senden wir den Livestream auch einmal. Sind wir dann da? Ja, genau. Ich hab Hunger. Ich muss aufs Klo. Mami, wann sind wir da? Josh, wann sind wir da? Da vorne, da wo es links geht, da ist der Fernsehturm. Das lange Ding, da ist der Fernsehturm. Josh, du bist auch sehr hübsch. Nee. Doch. Bist hübsch, ob du doch, hier Josh, du spielst jetzt der Faunus im Stream. Habe ich schon mal erwähnt, dass es keine Diskussion darüber gibt. Was in Hamburg haben alle Busse Assi-Sitzecke. Julian, wie sieht es mit deinen Klausuren aus? Hat auch alles gut geklappt? Stimmt, das wollte ich auch fragen. So, also, wir haben jetzt hier einmal Fernsehen. Boah, das sieht ja voll geil aus. Oh, du siehst geil aus. Hat sie nicht gesagt. So, ich würde sagen... Oh, jetzt habe ich wieder dieses Fahrplan-Ding da. So, also wir sind da, ne? War nur Spaß. Gemütlich. So, ne? Also wir machen mal hier so ein bisschen Pause-Screen rein. So, ne, dann können wir hier einmal da die Pause reinmachen und dann vielleicht gehen wir Musik anmachen und dann Pause machen wir mal bis, damit das jetzt alle auch noch mitbekommen. Wir müssen mal den Hashtag Empörung für Julians Nötigungsversuch einführen. So, das machen wir bis wie lange Pause? Bis 20 Uhr? Nee, bis 19 Uhr. Ende 19 Uhr. Ey, super! Der Josch hat auch alle Klausur bestanden bis auf... Ey, ich habe noch gar nichts bestanden. Natürlich. Ja, also aber noch nicht bis viel. Auf zwei Ergebnisse, die noch ausstehen. Und ich weiß von meinen beiden Klausuren noch nichts. Also bei mir, ich habe zwei jetzt von fünf schon bekommen. Der Rest fehlt halt noch, ne? Bin ich mal gespannt. Also, wir machen jetzt Pause. Ich mache ein bisschen Musik an. Und dann sehen wir uns einfach irgendwann mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.